praktischer Betrieb der Zweiweg-Gleichrichterröhre EZ81. Für eine Zweiweg-Gleichrichterröhre benötige ich einen Transformator mit einem Mittelabgriff. In diesem Fall 2x 300 Volt, eine Heizspannung, wie immer 6,3 Volt. Die Röhre selbst wird typisch beschaltet, also Pin bzw. Stift Nummer 4 und 5 werden die Heizung, Stift Nummer 3 ist die Kathode, Stift Nummer 1 und 7 sind die beiden Anoden. Das Prinzip einer Zweiweg-Gleichrichterröhre ist, dass beide Halbwellen gleichgerichtet werden. Darum gibt es auch eine Mittelabzapfung, um immer ein Potenzial zu haben, um jeweils die nächste Halbwelle gleichrichten zu können. Die Röhre wird jetzt beschaltet. Zuerst die Heizung. Stift 5 und 4. Dann die beiden Anoden. Anode 1, also die Stiftnummer 1, geht an den ersten Abgriff des Transformators, also den oberen Abgriff. Und Anode 2, das ist Stiftnummer 7. Geht an den unteren Abgriff des Transformators, an die Mittelabzapfung wird jetzt der Lastwiderstand angeschlossen, und der Lastwiderstand selbst geht jetzt zur Kathode der Röhre. Die Kathode liegt auf Pin 3. Dazu kommt noch das Oszilloskop. So, ich halte jetzt nochmal die Betriebsspannung ein. Es dauert ein paar Sekunden, weil die Röhre ist indirekt geheizt. Und man sieht jetzt, beide Halbwellen sind gleichgerichtet. Es gibt keine Pause mehr. Aber trotzdem ist es noch keine saubere Gleichspannung, da noch kein Kondensator vorhanden ist. Der Kondensator ist jetzt integriert mit 3,3 Mikrofarad und er ist wieder parallel zum simulierten Lastwiderstand. Ich schalte jetzt die Spannung wieder ein. Und man sieht, die Spannung ist wesentlich glatter als ohne Kondensator. Aber auch nicht ideal, weil der Kondensator mit 3,3 Mikrofarad auch noch etwas klein ist. Das ist die Röhre EZ81 im Betrieb. Man sieht sehr schön das Kathodenröhrchen und die zwei Segmente der Anoden.